Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch ein paar Amazon-Geschenkideen für den Valentinstag präsentieren. Bald ist Valentinstag und vielleicht fehlt euch noch ein passendes Geschenk für eure Liebsten. Wenn ihr Interesse habt, dann bleibt doch gerne dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Meine liebe Lisa vom Kanal Mami Styly wird euch ein Augen-Make-up zum Valentinstag schminken. Schaut bei ihr auch auf jeden Fall vorbei. Link ist in der Infobox und sie wird sich auch sehr drüber freuen. Und lasst ihr ganz liebe Grüße von mir da. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und wir fangen an mit der ersten Geschenkidee. Die erste Geschenkidee ist ein Buch und zwar Was ich an dir liebe. Dieses Buch könnt ihr ganz individuell ausfüllen und wenn es ausgefüllt ist, ist es natürlich eine perfekte Geschenkidee. Und ich blende euch hier jetzt mal ein paar Bilder ein, was ihr da genau ausfüllen müsst. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Es sind tiefgründige, emotionale und auch ganz witzige Fragen dabei, die ihr eurer Liebsten oder eurem Liebsten ausfüllen könnt. Und ja, das finde ich einfach eine richtig coole Idee und das ist auf jeden Fall eine originelle Liebeserklärung für euren Liebsten. Dann habe ich richtig coole Kissenbezüge gefunden und zwar in so einem Mickey Mouse Design mit Mr. und Mrs. und die könnt ihr dann über eure Kissen stülpen und das finde ich auch eine richtig coole Idee und sieht auch wirklich sehr süß aus. Und diese Kissenbezüge sind 45x45 cm, also eine ganz normale Standardgröße, die eigentlich auf jedes Kissen passen sollte, die man zu Hause hat. Und ja, finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Idee. Dann möchte ich euch ein Kissen vorstellen und zwar ist das richtig schön. Und zwar steht da drauf, du bist mein Lieblingsmensch und wem möchte man sowas nicht gerne sagen? Und ja, dieses Kissen ist 30x50 cm, also auch eine ganz normale Größe. Und ja, Kissen kann man nie genug haben und dann mit so einem Spruch, das hat man doch gerne. Als nächstes möchte ich euch was ganz Besonderes vorstellen. Und zwar ist das eine echte Sternschnuppe, die ihr dann in so einer schönen Herzschachtel mitgeliefert bekommt. Außerdem bekommt ihr dann noch ein Zertifikat mit eurem Lieblingstext, also eurem Text, den ihr gestalten könnt. Und das finde ich wirklich was ganz, ganz Besonderes und sowas hat wirklich nicht jeder. Ja, diese Sternschnuppe ist aus einem echten Meteoritensplitter und circa 1 bis 2 cm groß. Und ja, ich finde es auf jeden Fall wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ihr habt dann in dem Zertifikat den Fundort und das Fundjahr. Und ja, wie gesagt, es ist was ganz Besonderes. Das hat nicht jeder und wer würde sich darüber nicht freuen? Dann möchte ich euch noch ein Buch vorstellen und zwar nennt sich das 100 Dinge, die jedes Paar mal tun sollte und da sind auch ganz witzige Sachen dabei, zum Beispiel einen Kreativkurs zusammen machen oder die Kleidung des Partners anziehen, also so ganz coole, witzige Sachen sind dabei. Kann ich euch auch mal hier einblenden, was es dort so alles gibt und ja, da sind auf jeden Fall auch coole Ideen dabei, was man zusammen unternehmen kann und ein Blick in dieses Buch würde das Ganze auf jeden Fall vereinfachen. Ja, als nächstes möchte ich euch eine Rose vorstellen und das ist eine echte Rose, die in 24 Karat Gold eingetunkt wurde und somit würde die Rose dann ein Leben lang halten. Und ja, sowas ist auch was ganz Besonderes und es hat auch nicht jeder und über Rosen freut man sich doch immer und wenn sie dann noch ein Leben lang hält und noch in Gold ist, dann freut man sich doch auch noch viel, viel mehr. Ja, dann habe ich was für euch, was für beide Partner sind, also für den Mann sowie die Frau oder für die Freundin, beste Freundin, wen auch immer ihr habt und beschenken möchtet. Und zwar sind das Schlüsselanhänger, zwei Einzelteile, die dann zu einem werden. Und zwar ist das ein Schlüssel mit einem Herz und wenn man die zusammenfügt, dann ergibt das eins. Und das finde ich auch richtig, richtig toll und ja, kann man sich einfach einen Schlüssel machen und man ist dann immer miteinander verbunden. Und das finde ich auch auf jeden Fall eine klasse Idee. Und was ich auch richtig, richtig cool finde, ist die nächste Sache. Und wahrscheinlich haben die auch schon viele von euch bei Instagram, Facebook oder Twitter gesehen. Und zwar sind das T-Shirts bzw. Pullover gibt es davon auch. Und zwar steht dann da drauf King und Queen oder auch Mr. und Mrs. Und sowas finde ich auch immer eine coole Geschenkidee, weil ja, davon haben auch beide was und man kann die zusammen anziehen und zu Hause zusammen auf der Couch chillen oder was weiß ich und im Partnerlook gehen. Und ja, das finde ich auch eine coole Idee und ist auch gar nicht teuer und deswegen könnte man das auch sehr, sehr gut zum Valentinstag verschenken.
Ja, und meine allerletzte Idee wäre was Personalisiertes. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Seiten, Personello und was es da nicht alles gibt. Da könnt ihr auch individuell was Personalisiertes gestalten. Da freut sich auch immer jeder drüber, weil es einfach personalisiert ist und man sich da auch umso mehr drüber freut und kann man auch perfekt verschenken. Und ja, das war meine letzte Idee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da und schaut auf jeden Fall bei der lieben Lisa vorbei. Sie hat für euch ein tolles Augen-Make-up gezaubert und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und habt einen tollen Valentinstag. Tschüss!